Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie vom 7.2.2021, einen Samstag. Wie geht es euch? Mir geht es gut. Wir haben ja großen Erfolg, neues Leben und Berufung. Ich liebe es. Besonders eine Berufung zu leben ist wunderschön. Macht Spaß, bringt Energie, Freude, Sicherheit und, ja, wie soll ich sagen, Erfolg irgendwie, ein Sinn. Darum lebe deine Berufung. So, dann schauen wir mal heute, was für Energien wir haben am Samstag. Wir haben Stärke und wir haben Erfüllung. Wunderschön. Wir haben Freude und wir haben Ordnung. Also ein wunderschöner, starker Tag, der Erfüllung bringt in Freude und Ordnung. Also irgendwas dürfte sich heute tun, dass wir mehr in die Ordnung kommen. Also in der Ordnung meine ich jetzt nicht, es kann natürlich auch sein, du machst dein Haus in Ordnung, ja. Aber Ordnung meine ich mehr so die göttliche Ordnung. So wie es eigentlich sein soll. Nicht wie man uns auferlegt oder uns sagt, sondern wirklich die Ordnung, die in uns selber ja auch immer drin ist. Wir wissen ja, was Ordnung ist. Das Kollektiv kriegt sehr viel Stärke. Und ich habe auch Freude mit meinem Partner, und das mag jetzt mein eigener Partner sein, das kann aber auch ein Arbeitskollege oder sonst irgendwas sein, weil es eine globale Legung ist. Wir haben Erfüllung, da bis jetzt Unordnung war, also das heißt, wir kriegen hier Abschied der Unordnung. Also nicht der Abschied der Ordnung, sondern wir verabschieden etwas, das heißt, es ist diese Unordnung, weil die Erfüllung ist ja diese Ordnung. Und das eben, weil das Kollektiv hier sehr viel Stärke erlangt. Und Kollektiv sind wir alle. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Freizeit, Natur, Heilung, unbekannt, wiederkehrend. Sehr schön. Also morgen sollte sich etwas tun. Etwas kehrt wieder. Also wieder sind Energien plus minus. Also morgen sollte irgendetwas passieren, dass das wieder kommen kann. Dass etwas Ordnung, Freude, Stärke und Erfüllung wieder in unser Leben kann. Und das hängt sehr mit dem Kollektiv und mit anderen Menschen zusammen. Und also hier sind ja auch Kinder drauf, da ist dein Partner und da ist Kollektiv. Das sind also ganz viele Menschen, die hier in ihre Kraft kommen. In ihre Kraft kommen und sehen, wo die Ordnung ist, wo sie hin wollen. Diese Unordnung wollen sie nicht mehr, die wollen sie verabschieden. Sie wissen nämlich gar nicht genau, warum das so ist. Es ist viele Unbekannte dabei, diese Unordnung. Hier passiert in diesem Leben, ob das jetzt im Großen oder im Kleinen ist, also klein oder im Großen ist, ob das jetzt in deiner Familie ist, dass wieder Stärke und Ordnung in deine Familie kommt, weil da irgendetwas Unbekanntes alles in Unordnung gebracht hat. Das kann, keine Ahnung, auf einmal war Streit mit Nachbarn da und die ganze Familie hat sich da irgendwie gezofft, war auf einmal in Unordnung. Man weiß aber gar nicht genau warum, weil es einem unbekannt ist. Das ist genauso wie dieser C-Blödsinn, wo auch jeder sagt, da sind so viele Unbekannte drin, ich verstehe das nicht. Es spricht so viel dafür, es spricht so viel dagegen, es ist sowas von meinen Augen blödsinnig. Auch die ganzen, was da gemacht hat, ist, ja, aber meine Meinung ist egal. Aber es sind viel Unbekannte drin und diese Unordnung durch diesen und mit diesen Unbekannten will ich nicht mehr. Und da ist morgen eine wahnsinnige Kraft drin, die in vielen Menschen, in uns allen kommt und sagt, nein, wir haben die Kraft, wir haben die Stärke. Wir wollen frei sein und in die Heilung gehen. Auf jeden Fall in die Heilung gehen, ist egal, wohin die geht. Diese Unordnung wollen wir verabschieden. Wir wollen in die Heilung, wir wollen in die Freiheit. Ist egal, wie es kommt. Es kommt hier in Ordnung. Es kommt die Erfüllung, es kommt die Freude. Und es ist auch wiederkehrend. Es mag vielleicht nicht mehr ganz genau so hundertprozentig sein, wie es vorher war. Aber es ist ja egal. Ich lebe und wir können uns anpassen. Ja, wenn jetzt meine Wand nicht mehr rot ist, sondern bloß noch blass rosa, dann kann ich mich einen Tag drüber aufregen, am zweiten Tag ist schon gar nicht mehr schlimm, am dritten Tag gefällt es mir vielleicht sogar. Wir sind anpassungsfähig, also das ist überhaupt kein Problem. Es ist ja nicht so, dass sich das Leben grundlegend ändert. Tut es ja nicht. Also, hier kehrt wieder Ordnung ein
und morgen sind die Energie dafür da und viele Menschen tun was dafür. Und ob das jetzt, ob die jetzt auf Demos gehen, ob die jetzt irgendwo Ansprachen halten, mit ihrer Familie reden oder nur geistig viel Erfüllung und Freude und Glück ins Feld geben, ins Kollektiv geben, ist vollkommen egal. Jeder macht das so, wie es auf seine Weise sich richtig anfühlt. Also wenn du nicht kein Demo-Mensch bist, dann musst du auch auf keine gehen. Aber dann gib positive Energien ins Feld. Das kannst du dann bestimmt. Oder sprich mit deinen Nachbarn. Das kannst du bestimmt. Weil umso mehr Menschen ich mit mehr Menschen spreche, umso mehr Rückhalt und Sicherheit bekomme ich für meine eigene Meinung. Oder Zweifel an meiner Meinung. Aber das ist ja auch kein Problem. Ich kann ja danach schauen. Schau, wo es dir die Heilung gibt. Schau, dass du wieder in die Natur gehst, dass du wieder dich frei fühlen kannst. Und genau das ist das, was morgen die Energie sagt. Wir fangen an, hier in die Erfüllung zu gehen, in die positive Erfüllung, indem, dass wir das tun, was unser Herz uns sagt. Diese Unordnung, die jetzt herrscht, wollen wir nicht mehr, weil unser Herz, unser Gefühl sagt uns was anderes wie das, was gerade passiert. Bei mir ist es zumindest so. Bei mir fühlt sich das, was passiert, absolut unrichtig an. Das ist Unordnung. Das ist nicht meine Ordnung. Und das fühlen jetzt immer mehr Menschen. Und da ist morgen ein sehr, sehr kraftvoller Tag dafür. Und das, was morgen da in die Köpfe der Menschen und in dem Tun der Menschen passiert, wird Folgen haben. Und darum sage ich, Energie ist fließend. Aber morgen ist ein Tag der Kraft. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Was immer du morgen tun kannst, tun willst, tu es einfach. Völlig egal. Alles ist gut.